So, willkommen zurück zum Monatsspecial. Und wir müssen zur Workstation von einer Kollegin. Kein Problem. Das ist der Vorteil, wenn man wie ich Sicherheitsfreigabe Stufe 1 hat. Aha. Hast du jetzt auch. Missbrauche sie nicht. Nein! Lauf dich ein und ich führe dich da durch. Okay. Die hat aber schon einige Figürchen. Ich will auch. Ist die Bill? Also hier. Jetzt musst du den Kern umgehen, um an die Daten zu kommen. Wenn du soweit bist, wird dein Kommunikator die Daten automatisch herunterladen. Du musst einen Weg finden, den Kern zu umgehen, um an die Daten zu kommen. Jetzt komme ich mir irgendwie vor wie bei, bei Dingens. Bei, Watch Dogs. Du hast es. Gut. Jetzt lädt es die Datei runter. Ich habe für alles, was du findest, eine Datenbank angelegt. Geh in den Bereich meine Dateien auf deinem Kommunikator und du wirst sofort umgeleitet. Dort findest du alles, was du hier heruntergeladen hast. Geschützt durch eine Firewall, versteht sich. 23. Dezember 2012. Bericht von Recovery Unit Teamleiter Fisher Case über Subjekt 17, das mit Miles. Das Objekt war tot, die Leiche unberührt. Der Todeszeitpunkt wird auf 1 Uhr und 7 Minuten geschätzt. Die Bedingungen für eine DNA-Aufbereitung sind günstig. Wir hatten erst Bedenken wegen möglicher Interferenzen im Gewölbe. Doch dank meines sehr talentierten Teams konnten wir einige sehr hilfreiche Daten bergen. Ich habe den Rucksack des Objekts gesichert und einige interessante Gegenstände entdeckt, die zurzeit analysiert werden. Okay. Das Objekt hatte Verbrennungen an der Hand, schwer genug, um Knochen zu schmelzen, was auf eine kurze, aber intensive Verbrennung deutet. Strom? Ehrlich gesagt, so etwas haben wir noch nie gesehen. Kopf, Nacken und Torso sind nahezu unverletzt. Unwahrscheinlich Strom. Handverlesene Agenten nahmen ihm Flüssigkeitsproben ab. Blut und Speichel. Dann begannen wir mit der Materialentnahme und konnten einige beispielhafte Gewebeproben sichern. Okay. Die Datenanalyse und Sequenzierung hat bereits begonnen und macht, wie ich höre, gute Fortschritte. Okay. Mithilfe der Cloud-Datenbank und der Arbeit von Abstergo Recovery Unit 3 wird das Vermächtnis von Subjekt 17 ungestört als Sample 17 weiter bestehen. Mhm. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Okay. 23. Dezember 2012. Bericht von Recovery Unit Teamleiter Fisher Case. Hey, du bist ja besser als ich gehofft hatte und jetzt im Eilschritt runter in die Lobby. Na los. Also, die Datei, die du besorgt hast, du solltest sie dir besser nicht ansehen. Ich meine, du könntest, aber es ist unschön. Sobald du sie abgegeben hast, tu so, als wäre das nie geschehen, okay? Nicht, dass du schlecht träumst heute Nacht. Wie auch immer, der Kurier wartet unten. Und zwar schon eine ganze Weile. Ich muss dich nicht darauf hinweisen, aber nur weil du jetzt die Computer aller Kollegen hacken kannst, solltest du es trotzdem nicht tun. Ich meine nicht jeden Tag, okay? Aber ganz im Ernst, das ist illegal, sei kein Kollegenschwein. Also du kannst nicht anders. Natürlich kann ich nicht anders. Erstmal alles hacken. Hey Dad. Weißt du, es ist komisch. Okay, ich befürchte fast, ich habe nicht genug Zeit, um alles vorzuspielen. Ich werde aber auf jeden Fall mal alle Computer hier hacken und werde die früher oder später mal anschauen, mal gucken, in welcher Form ich die dann zeige. So. Aber wir gehen hier mal raus. Oh. Oh. Okay, also in 2 kommen wir noch nicht rein. Schade. Ey, Mr. Hacker-Profi.
Ich hätte gerne auch Zugriff auf. Du machst dich wirklich lächerlich. Hä? Warum? Was ist denn jetzt kaputt? Okay, hier sind noch mehr PCs, die ich hacken kann. Ich finde das Minispiel cool. Und jetzt pass gut auf. Beim Verschieben von Daten werden sie permanent von Sicherheitsprogrammen überwacht. Schleich dich an denen vorbei, sonst zerstören sie die Daten und schicken sie zurück. Ach ja, okay, gut. Klar. Zack. Ups. Dahin, dahin, dahin. Du dahin, 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 dahin. Erledigt. Okay. Wie gesagt, also ich werde, also ich speichere die ja automatisch ab. Ich werde mir die, sobald ich mal alle gehackt habe, werde ich mir die alle mal angucken. Aber die Minispiele dazu sind cool. Ja, okay. Ich kann auch zurück. Erledigt. Easy. Okay. Du bist echt eine Diva. Geh zum Kurier. Ja, wenn ich weiß, wo er ist, du Arschloch. Denn? Ach so, ich soll in den Fahrstuhl. Das ist ein Drecksack, ey. Ich mag den nicht. Ich mag den jetzt schon nicht. Ich habe den noch nie gesehen, den Typen, aber halte ich nicht lange durch. Weißt du, ich mag ihn nicht. Weit unter meinem Niveau. Ja, aber dein Kaffee ist scheiße. Du brauchst noch mehr Übung. Was? Okay. Oh, wer kommt denn da? Sie haben's also nicht vergessen. Das ist wirklich sehr unhöflich. Sie haben Rebecca hier fast 30 Minuten lang warten lassen. Inselaffe, sei nett. Entschuldigen Sie, der verträgt seinen Kaffee nicht. Also, wie machen wir das? Nicht. Datentransfer? Okay, das sollte reichen. Die Quittung kommt per Mail. Bis demnächst. Mach's gut, Sean. Tschüss, ja, tschüss. Oh, erwarte bloß keinen Gratis-Kaffee mehr. Arrogante. Sie ist toll, oder? Ja, ist er. Eigentlich würde ich die gerne verfolgen, aber. Hey, die Bestätigung, dass der Kurier weg ist. Hervorragend, du bist ein Wunder. Nein, das ist übertrieben. Du bist kein Wunder. Du bist Angestellter. Du tust deinen Job. Aber vielen Dank für die Hilfe. Aber trotzdem, viel Spaß im Piratenleben. Ich mag den nicht. Ich mag den Chef nicht. Ich misstraue hier jedem. Aber ich spiele trotzdem weiter. Assistance au niveau 2. Projet Echantillon 17. Ich weiß. Support in die zweite Etage Sample 17 Projekt. Ist mir egal. Einfach starten. So. Oh. Oi. Wo willst du hin? Zum Markt? Nein, ich. Meine Eltern baten mich, zu ihnen zu ziehen. Und ja. Das werde ich. Ja, dann wie meinst du das, zu ihnen ziehen? Du lebst hier, bei mir. Bitte verzeih, Edward. Doch mein Vater hat recht. Du hast doch genug verdient auf dieser Farm. Warum kannst du dich damit nicht begnügen? Ja. Mit mir. Genug verdient? Diese Arbeit war gottverdammte Ausbeuterei. Willst aber du den echt? Rest deines Lebens mit einem Bauern verbringen? Lass gut sein, Edward. Erstmal was essen. Schon gut. Wenn du jetzt gehst, Caroline, wirst du nie wissen, was hätte sein können. Caroline! Caroline! Ach so, der ist Single. Aha. Wach auf, Kenway. Ist Thatch da? Der brach heute mit der Galeone auf. Er glaubt, wir finden selbst eine gute Verwendung für diese alte Bucht. Ei, wir machen schon noch was draus. Piratenstützpunkt oder was? Muss ich auch noch aufbauen. Eine Flotte hätte hier Platz, wenn wir wollten.
Und mit etwas Arbeit könnte es ein schönes Zuhause werden. Überzeugt vielleicht sogar mein Weib, hierher zu kommen. Du bist also verheiratet? Vor Gott bin ich das. Sie verließ mich vor einer Weile. Trotzdem, behalte das bloß für dich. Die meisten Piraten respektieren keine Männer mit höheren Zielen als Saufen und Plündern. Bei meiner Ehre. Lass mich wissen, wenn du was findest. James Kidd folgen. Okay. Warum soll ich ihr denn jetzt folgen? Darf sie mich nicht sehen? Okay. Warum soll ich Kitty jetzt folgen? Edward, komm mal her. Ich hab was gefunden. Ja, ja, bin da. Das musst du sehen. Zeigst du mir jetzt deine Hupen? Bin noch hier. Komische Dinger, oder nicht? Das sind Säulen. Alt und verwittert. Ist das von diesen Maya? Ich habe keine Ahnung. Kannst du gut rätseln, Edward? Nö. Denk- und Knobelspiele und dergleichen? Nicht schlechter als jeder andere. Warum? Ich glaube, du hast ein Naturtalent. Wie du arbeitest und denkst. Und wie du deine Umwelt verstehst. Da wäre ich nicht so sicher. Jetzt gerade sprichst du in Rätseln und ich verstehe kein Wort. Klettere auf dieses Ding hier, in Ordnung? Hilf mir, was zu lösen. Konzentriere dich auf all deine Sinne. Sehe durch Schall und Schatten. Tief in die Materie. Bis du etwas siehst und hörst, eine Art Schimmer. Einen Schimmer? Du verstehst mich. Ja, ich kenne das Gefühl. Ich habe es seit meiner Jugend. Als nutzte man alle Sinne gleichzeitig, nicht? Geräusche sehen und Formen hören. Welche Kombination. So. Alle Männer und Frauen auf dieser Erde verfügen über eine tief verborgene Intuition. Ha. Bist ein talentierter Mann, Edward. Sieht sonderbar aus. Ob es was wert ist? Nichts zum Verprassen. Doch wenn du sie alle findest, führt es dich zu etwas Großem. Wie viele? Ein paar Dutzend, glaube ich. Hier lang. Ich muss dir noch was zeigen. Ein paar Dutzend. Okay. Kann ich die jetzt... Okay, ich nehme... Ich habe hier noch etwas gefunden. Ich glaube, dieses Geheimnis liegt dir schon eher. Zur Not nehme ich die Aufnahme und gucke. Nicht schlecht, oder? Warte nur, bis du siehst, was am Ende liegt. Gucke dann, wo die sind. Da wären wir. Oh. Was denkst du? Ich glaube, Monsieur Ducasse hatte sehr viele Geheimnisse. Ei, und sieh hier. Eine solide Treppe, die Gott weiß, wohin führt. Was glaubst du, erwartet uns da oben? Das ist mir sowas von egal. Ich hätte ja erstmal gerne hier die Truhen. Nee. So wie ich Ducasse kenne, wäre ich nicht überrascht, ausgefuchste Folter- und Mordinstrumente zu finden. Eine eiserne Jungfrau oder eine Sammlung Daumenschrauben. Oder den Fürst der Finsternis. Da kann ich plündern. Wow. Schon mal kein guter Anfang. Das aber ist ein pfiffiges Ding. Probier mal den Schlüssel von Ducasse. Nummer eins. Fehlen noch vier. Ei. Es mag sein, dass diese vier Templer sie haben. Siehst du den Namen hier?
Sie wurden entsandt, um diese vier Ziele zu töten. Teufel, die Karte habe ich Gouverneur Torres in Havanna verkauft. Laut ihm zeigt sie die Stützpunkte von Assassinen. Meinst du nicht, du bist ihnen eine kleine Warnung schuldig? Zumindest, wenn irgendeine Art Herz in deiner Brust schlägt. Das könnte ich wohl. Wenn es mich zu den anderen Schlüsseln führt. Lieber eine schlechte Ausrede als gar keine. Okay. Der ist wirklich der Bad Boy. Okay, Templerjagd. Okay. Also die Inseln sind irgendwie... einsortiert in leicht, mittel, schwer. Also einfach, mittel, schwer. Hm. Nehmen wir den. Wir sollen James Kidd treffen. So, er beute das mal. Und... der ist ja überhaupt nicht neugierig, was die Truhen da alle angeht. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Ups. Zurück zum Chef. Okay. Kid ist nicht auf meinem Schiff, sondern auf... ihrem Schiff. Also ich bin mir immer noch sicher, dass das eine Frau ist. Ziemlich sicher sogar. Du willst uns verlassen? Diese Bucht passt besser zu dir, Edward. Besser als dieses Kostüm jedenfalls. Oh, nun komm schon. Wir sind Piraten, Kid. Wir nehmen, was wir wollen und sind, wer wir wollen. Freie Männer. Doch das passt nicht zu dir. So bist du doch gar nicht. Wie bin ich denn? Das ist oft schwer zu sagen. Eins ist sicher, du magst gefährliche Prisen. Wie das Observatorium? Ich glaube, du weißt mehr darüber, als du in Nassau verraten hast. Aha. Das ist dir aufgefallen, ja? Triff mich bei 20 Grad, 3 Minuten nördlicher Breite vor der Küste Yucatans. In ein paar Wochen kann ich dir dort was Hübsches zeigen. Bubis! Oh, 100%. Ja, okay, gut. Das war ernsthaft jetzt die ganze... ja, okay, komm. Das war jetzt nicht irgendwie so... ah, okay. Das fand ich Bullshit, da eine eigene Sache rauszumachen. So. Okay. Upgrades für den Unterschlupf. Auf ein Wort, der Herr. Ich brauche Geld, um eine Schiffswerft zu errichten, Captain. Okay. Je schneller ich das Geld bekomme, desto eher beherrschen unsere Schiffe die See. Soll diese Konstruktion gekauft werden? Dieses Upgrade schaltet den Laden des Hafenmeisters frei in Edwards Versteck. Ja, okay, gut. 500 Real haben wir locker. Was darf's denn heute sein? So, was machen wir denn jetzt hier? Munition für die Jackdaw. Ach so, Feuerfässer, ich wollte gerade sagen. Okay, da fehlen uns einige Sachen. Erstmal ein Rammsporn. Schwerere Kugeln, Feuerfässer, Tauchglocke. Okay. Okay. Panzerung des Beiboots, ein Ruderboot, das eine Menge Angriffe von Beute... Tieren wegstecken kann. Ah, okay.
So, aber ich bin erstmal dafür, stärkere Rundkugeln. Nochmal stärkere Rundkugeln kann ich. Okay. Also ich sag mal, auf 2 kann ich damit gehen. Oh, Mörser erstmal kaufen. Okay, weiter kann ich die nicht hochziehen. Stärke der Drehbassen. Schwere Kugeln. Stärke der Feuerfässer. Eigentlich treffe ich damit eigentlich so selten. Okay. 800. Das denke ich relativ günstig. 500 für Lager auch. Okay. Mannschaftsquartiere erhöhen finde ich erstmal ziemlich praktisch. Frachtraum. Wie viel haben wir noch? 7000. So, da würde ich sogar sagen, dass die Rundkugeln am meisten Sinn machen, weil ich die halt am meisten benutze. Stärke der Feuerfässer könnte ich noch machen. Lager. Okay. Das letzte wären wahrscheinlich hier die Stärke der Harpune. Und Lager für die Harpune. Okay, und ich würde sagen, das noch. So, damit dürfte ich jetzt blank sein. Schwere Kugeln richten verheerenden Schaden beim Gegner an, allerdings nur auf kurze Distanz. Sehen Sie mit R zur Seite und drücken Sie RT, um zu schießen. Oh ja. Sehr schön. Ganz neues Schiff, wa? So machen Geschäfte Freude. Okay. Lauscht ihr, alten Seebär, Captain? Die Männer brauchen dringend einen Ort zum Rumhuren und Verlustieren. Mit etwas klimpernder Unterstützung könnte ich sowas hier aufziehen. Und wenn der Rum in Strömen fließt, wäre ein jedes Seemannsherz besänftigt. Okay. 3, 5. Erstmal ablehnen. Was willst du da hinten? Waffenschmiede. Zeit für sowas. Einen alten Seebär? Ich rede nicht um den heißen Brei herum, Captain. Ich brauche Geld für ein kleines Warenlager. Ich wäre euch ewig dankbar. Und als Gegenleistung bringt ein Laden im Ort viele nützliche Waren hierher. Okay. Gemischt Warenladen, ja, okay. Können wir uns leisten? Nehmen wir mit. Perfekt. Gut, dann würde ich einmal sagen, haben wir das schon mal gut abgegradet? Und gehen mal an Bord, würde ich sagen. Sehr schön. In See stechen? Ja, natürlich in See stechen. Sie haben zurzeit Rang 278.577. Aha. Seht ihr mal. Ich gehöre zu den Top 300.000. Wir haben einen Haufen Seekarten und Logbücher und dergleichen in diesem Dorf gefunden. Sie liegen sortiert in der Kapitänskajüte der Jackdaw. Echte Wertarbeit. Seekarten und Logbücher? Könnten hilfreich sein, wenn wir entscheiden, eine eigene Flotte zu bauen. Das dachte ich mir auch, Captain. Sieh es dir mal an und sag mir, was du denkst. Aha. Okay. Gut, mal schauen. Zur Flotte. Kennaways Flotte. Sehr schön. War ja klar.
Drücke A, um verfügbare Handelsmissionen anzuzeigen. Erste Geschäfte. Ich will aber lieber irgendwie was erobern. Santa Eva Maria. Ach so. Abbrechen. Okay. Eine. Okay. Riskant. Okay. Und Diplomatie. Schiff ausgelaufen. Moment. Neues Dock hinzufügen. Und wofür kriege ich die Diamanten? Hä? Ich lasse das erstmal nicht, dass das irgendwie nachher... kann ich mir nicht vorstellen, dass das Cash ist. Bestätigen. Okay. Ich würde gern so eine Galeone mal kapern. Weil eins haben wir ja. Ein Ding haben wir ja noch. Oh, Moment. Wie lautet unser Kurs heute, Captain? Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Aha. Weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Okay. Die kriegen wir. Alles setzen und schafft zum Wind ausrichten. Okay, die rammen wir. Sehr schön. Sie können nun auch Mörser auf große Entfernung abfeuern. Halten Sie LB gedrückt, um den Mörser-Zielmodus zu aktivieren und bewegen Sie RT, um zu zielen. Drücken Sie RT, um zu schießen. Okay. Jawoll. Und... So, das ist der erste, der tot ist. Der zweite. Fünf tot. Easy peasy. Haha, das war easy. Okay. In Kennaways Flotte aufnehmen. Bekanntheitsgrad verringern. Ja, komm. Wir reparieren die Jackdaw. Das ist so ein kleines Schiff, dass sich das nicht rentiert, das auch nur ansatzweise in Erwägung zu ziehen, bei uns in die Flotte aufzunehmen. Vieren und Fahrt aufnehmen!